Blauwe Haus am Riesprung im Riechensteiner Hof. Er heisst so, weil vorher an der gleichen Stelle im späten Mittelalter die Familie Reich von Reichenstein gewohnt hat. Ihnen hat selbst mal nicht nur ihr Basel Herrenhaus hier, sondern auch Burg Riechenstein bei Arlesheim, Schloss Inzlingen und Festung Landskron im Birsigtal hinten gehört. Weil sie dann noch aber in der Schlacht von Dornach gegen die Eidgenossen gekämpft haben, hat man gleich nachher im jetzt schweizerischen Basel nichts mehr von ihnen wollen wissen. Sie sind aus der Stadt verjagt worden. Darum hat dann später der Erstbesitzer vom Blauen Haus hier, der Seidenbandfabrikant Lukas Sarasin, die prächtige Stadtvilla vom damaligen Basler Stararchitekt Samuel Werenfels bauen lassen. Der Besitzer vom Blauen Haus um 1800, das war der nächste, der Peter Fischer, war nicht nur ein reicher, sondern auch ein witziger Basler. Als er vernommen hat, dass ein neureicher Neubasler sich als grosser Kunstkenner und Kunstliebhaber aufgespielt hat, da hat er selber einen falschen Holbeinhelgen fabriziert. Die erste Predigt des Ökolambat im Basler Münster hat der Helge geheissen. Wie Sie sehen, ist es ein richtiges Dilettantenbild. Prompt ist aber der Pseudokunstliebhaber auf den Scherz reingekommen. Er hat der Fischer Holbein für teuer Geld gekauft und ihn begeistert seinen Freund zeigt. Hans, Hans, hat er gerufen. Hey, jo, beide Holbein haben eben Hans geheissen. Endlich habe ich dich gefunden. Nun sollst du nimmer von mir weichen. So ist der Hausherr vom Blauen Haus dank dieser Fake-Produktion zum Kunstfälscher geworden. Aber noch heute hängen hier alte, schöne Helgen an der Wand. Und auch sie erfreuen die heutigen staatlichen Bewohner, genauso wie früher ein Peter Fischer, Siegmeldegalerie. Hier sind wir im Keller vom Blauen Haus am Riesprung zu Basel. Neben dem Keller vom Holsteinerhof an der Hebelstrasse und im Kellertheater Fauteuil am Spalenberg ist das einer der grössten Basler Keller. Ich würde sogar behaupten, es ist der allergrösste, den man zu Basel hat. Man kann ihn nicht mieten, auch nicht zu einem 100. Geburtstag. Aber hier unten haben schon Tausende von Basler Offizieren, Unteroffizieren und Soldaten ihren Abschied von der Militärpflicht feiern dürfen, mit einem traditionellen Riesenschüblig notabene. Und hier abgestiegen ist auch im Juli 1951 der Basler Denkmalpfleger, der Dr. Rudi Riggenbach, besser bekannt unter seinem Spitznamen Dingeding. Sie sehen an der Garderobe, dass man selbst mal noch Hüte getragen hat. Auch der Sohn von der Kaiserin Maria Theresia, der Kaiser Josef, hat 1777 inkognito als Graf von Falkenstein den Riesenkeller vom Blauen Haus besichtigt. Ein von den früheren Besitzer, der Lukas Sarasin, hat nämlich hier unten eine Seidenbandwerkstatt gehabt. Im Kaiser Josef übrigens hat man ganz frech zu Wien Klappsag Peppi gesagt, weil er aus Spargründen nach einer Wiener Epidemie einen mehrfach verwendbaren Klappsarg entworfen hat. Der Klappsarg Peppi oder eben Kaiser Josef, also der Heig nach seiner Kellervisite hier zu Basel, angeregt durch den Basler Seidenbandfabrikant, in Baselbiet den Passimenter angeworben und sie nach Wien genommen und so die Wiener Seidenbandindustrie gegründet, nach dem Basler Beispiel hier im Keller vom Blauen Haus von Herrn Sarasin.